Noch ein Stückchen weiter stehen wir hier vor einer riesen Konsole. Neben mir ist der Stefan Schmidt, Entwickler von genau diesem kleinen Teil hier. Stefan, klein, aber mit großem Sound. Stefan, zeige uns ein bisschen was. Was kann das? Also nochmal zum prinzipiellen Aufbau. Es besteht aus 4 analogen Oszillatoren, 2 24 dB-Filtern, 2 doppelten Multimode-Filtern, sehr vielen Modulationen und so einigen innovativen, neu entwickelten Sachen. Und ein besonderes Merkmal ist, alle Parameter sind auf dem Frontpanel editierbar und keine Parameter sind irgendwie im Menü versteckt. Also es ist voll editierbar. Alle Parameter sind im Sound speicherbar. Es hat 8 Bänke zu je 128 Sounds. Gut. Und jetzt mache ich am besten einmal ein paar Sounds. Zeige uns einfach ein paar Sounds, was da rauskommt. Genau. Also er kann natürlich im Wesentlichen klassische Analog-Sounds. Und das Schöne ist, man kann also jetzt beim Spielen relativ einfach den Sound editieren. Machen wir andere Sounds. Und durch die vielen Modulationen, die er hat, kann er natürlich sehr viel experimentelle Sounds. Also die teilweise an Modularsysteme erinnern, natürlich nicht so komplex sind, aber für speicherbar und polyphon ist es doch schon sehr eindrucksvoll. Genau, das ist der Klang, bei dem erzeuge ich durch mehrere Ringmodulatoren so ein Rauschen und es klingt dann so, ja, futuristisch eigentlich. Also es klingt schon sehr futuristisch. Klingt ein bisschen wie Piano, E-Piano. Der kann auch sehr weiche Sachen machen. Moment. Großartig. Also neben der hervorragenden Klangqualität, die wir natürlich dann nochmal in einem eigenen Interview, in einem eigenen Video bei uns rüberbringen. Klar, der Vorteil ist, ich habe Zugriff auf alles sofort vor meiner... Das ist ein wesentlicher Vorteil, dass man alle direkten Zugriff auf alle Bedienelemente hat. Super. Stefan, ich danke dir vielmals und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Tschüss.